Hallo, kennst du schon die Fabel von dem weißen Forscher, der durch Afrika geht und eine ganze Menge Träger bei sich hat? Und er will unbedingt sein Pensum erreichen. Und so treibt er die Träger immer mehr an und immer schneller zu gehen. Und er verspricht ihnen höhere Lohnzahlungen, wenn sie nur sein Pensum mitmachen würden und die wichtigen Gerätschaften, die er an seinen Zielort bringen möchte, für ihn dorthin zu tragen. Das geht einige Tage ganz gut und eines Morgens will er wieder aufbrechen, aber die Träger bleiben sitzen. Und durch keine Schimpftiraden oder Lohnversprechungen kann er sie bewegen, aufzustehen. Schließlich setzt er sich zu ihnen und fragt sie: Warum wollt ihr denn nicht weitergehen? Ich habe euch doch tolle Sachen versprochen und wir sind jetzt schon so weit gekommen und das Ziel liegt schon in greifbarer Nähe. Und dann sagt der Älteste der Träger zu ihm: Wir können nicht weitergehen. Was? Warum könnt ihr denn nicht weitergehen? Nein, wir müssen erst warten, bis unsere Seelen nachgekommen sind. Wir sind jetzt so schnell gelaufen die ganzen letzten Tage, dass unsere Seelen nicht mitgekommen sind. Jetzt warten wir auf unsere Seelen und wenn wir wieder komplett sind, dann gehen wir auch wieder weiter mit voller Kraft und Leidenschaft. Und vielleicht tut es dir selber auch ganz gut, wenn du heute einmal innehältst und dich einfach auf all die Gerätschaften setzt, die du an so einen wichtigen und dringenden Ort bringen musst. Und wenn du einmal auf deine Seele wartest, darauf wartest, dass deine Seele wieder zu dir stößt und ihr beide wieder komplett werdet und als ganzer Mensch dann mit neuer Kraft und neuem Elan und neuer Leidenschaft die Aufgabe wieder angehen könnt. Dass euch das gelingt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Alles Liebe, euer Mickey.